Hallihallo, hier ist eure Joseline. Ich bin pünktlich zum Wochenende mit dem Liebesorakel da. Wir wollen schauen, was ist bei deinem Gegenüber los, was geht ab, über was macht er sich Gedanken. Wir gucken einfach mal, was kommt, ne, wie immer. Und ja, ich habe aber auch, ich muss aber dazu sagen, ich habe jetzt zum Wochenende einiges geplant. Ich habe nämlich Zeit und dann werde ich einige Videos machen, auch mal zu Sternzeichen. Ich habe da so einiges vor. Ja, den magischen Spiegel, den schwarzen Spiegel, den machen wir ja auch noch. Also ein Video mit dem schwarzen Spiegel habe ich ja auch noch für morgen Abend geplant. Ich habe ja gesagt, wenn wir 300 am Wochenende sind, dann gibt es noch mal ein Video mit dem schwarzen Spiegel. Wir sind zwar jetzt nicht ganz 300, aber wisst ihr was? Ich mache das trotzdem, weil ich es einfach gerne mache. Und weil wir auch fast 300 sind. Da wollen wir mal nicht so, wollen wir das Ganze mal nicht ganz so kleinlich sehen, ne? Und ja. Bevor ich aber jetzt starte mit diesem Video hier, möchte ich noch mal ganz kurz was loswerden, denn mein Herz wurde heute so erfreut. Ich habe heute ein wunderschönes Geschenk bekommen, ein Paket bekommen mit dieser Kerze hier von einer Zuschauerin. Und ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf und deswegen mache ich das nicht. Diejenige, die weiß sowieso Bescheid. Und ganz ehrlich, ich konnte es gar nicht glauben. Ich habe mich so gefreut. Und ich habe sogar ein paar Tränen verdrückt und ich merke, wenn ich jetzt darüber rede, dass ich schon wieder ganz sentimental werde. Boah, ich bin aber ein Weichei. Oh, ja, es ist auf jeden Fall so, dass mich das echt richtig tief berührt hat und das so ein schönes Gefühl war oder ist, weil, ach, einfach diese Wertschätzung, die da auch so hintersteckt. Oh mein Gott, Mareike. Ach, Mann, fange ich gleich an zu heulen. Naja, jedenfalls sag ich dir, dass du mir so eine Freude gemacht hast. Und weißt du was? Diese Kerze hier, ne? Ich glaube, die werde ich niemals anmachen. Einfach, weil ich das gar nicht übers Herz bringe. Die werde ich mir wahrscheinlich mein Leben lang in Ehren halten. Das ist mein erstes Geschenk, was ich hier bekommen habe. Und ja, das ist so schön. Und ich freue mich so. Ich danke dir tausendmal. Und ich kann eigentlich gar nicht in Worte fassen, was das in mir ausgelöst hat oder was das für mich bedeutet. Ja, deswegen lasse ich das jetzt mal so stehen und ich denke, ja, ich denke, du, ich habe jetzt zum Ausdruck gebracht, wie wertvoll das für mich wirklich ist, ne? Und was das für einen Wert hat, diese Kerze hier. Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Okay, Leute, jetzt wollen wir aber mal hier zur Legung kommen, ne? Heute Abend schauen wir noch mal rein bei deinem Seelenpartner oder dein Herzilein, wie auch immer, und gucken mal, was da so los ist. Ich habe schon die Karten springen lassen und ja, gesehen habe ich sie noch nicht, einfach aus zeittechnischen Gründen oder speichertechnischen Gründen. Hier schauen wir einfach mal, was kommen da für Botschaften so allgemein zu eurer ganzen Liebesgeschichte. Und hier schauen wir dann mal, was ist denn bei ihm los, ne? Was geht da gerade ab? Und ja, dafür habe ich jetzt hier die Karten schon gezogen, springen lassen, eher gesagt. Die mische ich jetzt einmal durch. Dann lege ich die aus und dann fange ich auch schon direkt mit der Deutung an. Ja, ihr wisst ja, ne? Wenn euch das Video gefällt, über so ein Däumchen nach oben freue ich mich immer total. Aber wisst ihr, wo ich mich auch immer drüber freue? Über eure Kommentare, über eure lieben Worte, über eure Nachrichten, über einfach alles, was ihr mir hier gibt. Und das ist so viel. Oh, da fange ich da schon wieder an zu heulen. Das gibt's doch gar nicht. Wie ist das möglich? Seid mal ehrlich. Naja, egal. Naja, auf jeden Fall, ihr gebt mir eine ganze Menge damit. Und ich bin einfach nur, es tut einfach nur gut und ich bin dankbar. Ja. Dass ihr das so wertschätzt, was ich hier für euch mache. Und ja, okay, jetzt fangen wir aber wirklich an. Du, und wenn du neu hier bist und gar kein Abonnent bist, ne, dann komm doch in unsere kleine Runde und abonnier doch den Kanal. So, jetzt aber genug Eigenwerbung gemacht hier. Wir schauen mal, was ist denn bei deinem Gegenüber los gerade? So, und jetzt geht's auch schon los. Ich hoffe, ihr seid startklar. Bei der Gelegenheit, wisst ihr, was wir heute noch mal machen? Wir ziehen noch mal eine Karte am Ende aus dem Entscheidungsorakel. Wisst ihr was? Schreibt dir doch eine Frage auf. Du hast doch bestimmt irgendeine Frage im Kopf.
Schreib dir doch eine Frage auf. Wir ziehen am Ende eine Karte aus dem Entscheidungsorakel und dann gucken wir mal, ob du eine zufriedenstellende Antwort kriegst oder eine Antwort kriegst, mit der du auch in Resonanz gehen kannst. Denn das hier ist ein allgemeines Reading. Bitte seht das nicht als persönliche Legung. Nehmt euch bitte nur das an, was ihr wirklich fühlen könnt. Also wo ihr wirklich denkt, okay, da fühle ich mich angesprochen. Das ist wirklich das Gefühl, als wenn das an meine Adresse geht. Bitte, bitte nichts anderes für euch annehmen. Wenn das gar nicht an euch geht, also wenn ihr gar nicht reinkommt, dann macht das Video aus. Man kann ja nichts erzwingen, Leute. Ne? Ich sage ja, dann ist es beim nächsten Mal vielleicht wieder euer Ding. So, und jetzt geht's los. Jetzt wollen wir hier starten und wollen die geistige Welt bitten, die lichtvolle geistige Welt bitten, mal den Schleier zu lüften zur Anderswelt und ja, uns mal so einen kleinen Einblick zu gewähren, was hier bei deinem Gegenüber, egal ob Mann oder Frau, ne? Das müsst ihr euch drehen, wenn du Mann bist, ne, ist klar, dann ist das natürlich hier als Frau zu sehen, ne, als und so weiter und so fort. Ihr wisst ja, je nachdem wieder eure. So, wir lassen zuerst mal jetzt hier die Engel der Liebe sprechen und schauen uns mal die Karten an und das sind jetzt hier so die Botschaften als ja als Titel, als Oberbegriff, als Ratschlag oder was auch immer zu eurer Liebesgeschichte zu sehen, ja? So, und jetzt fangen wir an. Wir schauen mal, was sie so zu sagen haben. So, und da haben wir es. Geht los mit: Du verdienst es, geliebt zu werden. Du bist liebenswert. So, und das ist an der Stelle, halt dir mal vor Augen, wenn du in einer Situation bist, wo du, also in einer Liebessituation, wo du das Gefühl hast, hey, das ist nicht gleichwertig. Also ich gebe da mehr, ne, als ich bekomme oder so. Dann musst du dir selbst an der Stelle mal sagen, hey, ich verdiene es, geliebt zu werden, denn ich bin liebenswert und Punkt. Ne, da gibt es eigentlich gar nichts auch weiter mehr hinzuzufügen, denn die Liebe, die du in dir hast, ne, die strahlst du auch nach außen und die Liebe hast du in dir, weil jeder diese Liebe in sich hat. Aber verdammt nochmal sag, ich habe auch das Recht, was zurückzubekommen von dem, was ich gebe. Ja, da muss schon eine Resonanz sein, ne? Also wirklich, dass man das Gefühl hat, hey, das ist nicht eine einseitige Geschichte. So. Was haben wir als nächstes hier? Vertrauen. Diese Situation fordert dich auf, dich in Geduld zu üben. Oh Herr, oh Herr, das ist wohl genau das, was man ja eigentlich nicht so gerne hört, ne? Diese Geduldgeschichte. An der Stelle bitte, wenn dein inneres Gefühl, deine innere Stimme, ne, dir sagt, hey, ich habe genug Geduld gehabt, es reicht an der Stelle, bitte hör auf dein Gefühl. Deine innere Stimme. Nimm das dann jetzt hier, ne, dieses nicht, als Eckpfeiler sozusagen für diese Situation. Das ist ein allgemeines Reading. Da guck bitte auf deine innere Stimme. Ja, also, das meine ich damit. Also, wenn dein Gefühl dir auch sagt, hey, so ein bisschen Geduld muss da noch sein, dann ist das stimmig. Aber wenn dein Gefühl dir sagt, Moment, Geduld habe ich mehr als genug gezeigt, ne, dann ist es vielleicht einfach nicht dann ist diese Botschaft vielleicht einfach nicht für dich. Das ist mir ganz wichtig, dass ich das sage, denn ich möchte hier niemanden ins Unglück stürzen, weil er vielleicht sich etwas annimmt, was gar nicht an seine Adresse geht. Ne? Das ist wichtig. So. Und als nächstes haben wir hier, die Chemie stimmt. Es besteht eine starke magnetische Anziehung. So, also hier, aber das spüre ich auch irgendwie, da ist schon was, ne? Dieses Magnetische, man kann ganz weit voneinander weg sein, der eine kann am anderen Ende der Welt sein, aber man spürt diese Anziehung und diese Verbindung einfach. Ja, und das ist dann dieses Seelenverwandtsein, diese Seelenpartnerschaft, ne, die man einfach spürt, egal wo der andere ist. Und dann ist es meist auch sogar egal, ob man Kontakt hat oder nicht, man spürt es, ne? Oder du spürst es. So,
Und was haben wir hier noch Schönes? Dann haben wir hier noch geistige. Ah, was habe ich gerade gesagt? Und ich habe die Karten vorher noch nicht gesehen, ne? Ich habe die wirklich springen lassen. Ich habe sie nicht gesehen. Geistige Verbundenheit. Die Verbindung in dieser Beziehung reicht über dieses Leben hinaus. Das ist das, was ich vorhin meinte. Wenn das so eine Seelenpartnerschaft ist, dann spürst du das, weil die Verbundenheit ist immer da, ne? Und ja, das macht sich auf vielerlei Hinsicht bemerkbar. Manchmal ist es auch so, dass man dann spürt, wenn es dem anderen gerade nicht gut geht, ne? Obwohl man vielleicht gar keinen Kontakt hat, aber spürt, irgendwas ist da. Ne? Ihr wisst, also du weißt mit Sicherheit, was ich meine, wenn du da betroffen bist. So. Was haben wir noch? Habe den Mut, frei zu sein und wisse, Freiheit fängt dort an, wo das Wollen aufhört. Also, wann bin ich frei? Wenn ich nichts mehr will, wenn ich nichts mehr erwarte, dann bin ich frei von diesen ganzen, ja, von diesen Erwartungen, die ich in irgendwas reinsetze. Ne, wenn ich das alles loslasse, das ist ja die ultimative Freiheit im Grunde genommen. Alles kann, nichts muss, sozusagen, ne, um es mal kurz zu fassen. So, meine Liebe, jetzt wollen wir mal hier auf dein Gegenüber schauen. Und wir wollen mal schauen, was ist denn bei ihm im Moment überhaupt Sache? Was ist denn bei ihm los? Was beschäftigt ihn? Und so weiter und so fort. Und da fangen wir mal hier. Oh, na, der Berg. Also, bei ihm geht im Moment nichts. Also, er, bei ihm ist so eine Blockade, wo ich sage, irgendwie kommt er im Moment auch nicht voran. Ne? So in jeglicher Hinsicht ist er da wahrscheinlich, steht er mal so wie Ochs vom Berg. Ne? Ochs vom Berg. Und nicht vor und nicht zurück. Also entscheidungsunfähig, es geht nicht weiter. Kein Nein, aber auch kein Ja. Ne? Fangen wir mal an hier überhaupt genauer. Ach, guck mal, und da liegst du schon als erste Karte. Naja, also wenn das keine, also wenn das nichts Gutes verheißt, würde ich sagen. Also das heißt, es ist zwar im Moment blockiert alles, aber du spielst trotzdem noch die Rolle in seinem Leben. Ne? Das ist eine klare Kiste. Aber mal gucken, was dann noch so. Oh, du, da könnte was kommen. Also da habe ich sofort, zack, gerade den Impuls gehabt, als ob du was hörst von ihm. Als ob eine Nachricht kommt, eine Botschaft hätte ich fast gesagt. Aber ich meinte eher so eine Nachricht, irgendetwas von ihm. Der Reiter, der zeigt mir immer auch gern, was schnell kommt, ne? Was so, ja, das ist so eine aktive, frische Energie, junge Energie, ne? Ich meine damit aber nicht, dass er jetzt ein junger Mann sein, biologisch sein, zwingend sein muss, sagen wir mal so. Aber guck mal an, das könnte wirklich sein, dass da die nächste Zeit was von ihm zu hören, Chris. Oder das hört sich an, ne? Ja, Chris hat was von ihm zu hören. Ey, da geht es aber noch ein bisschen spannender weiter hier, die ganze Geschichte, meine Lieben. Okay, ups. Du pass mal auf, mein Herzilein. Ich sag mal was. Das sieht wirklich so aus, als ob da der Reiter, ich sage ja, eine Botschaft, irgendwas, und da du ja jetzt hier liest, ne, du scheinst aktuell bei ihm auch sehr präsent zu sein. Allerdings haben wir den Beharder, den Bärsch im Moment vor sich, ne? Den Bärsch und nichts geht mehr. Ja, das ist dann hier der Sarg mit den Vögeln, das heißt, dein Herzilein, der steckt da sozusagen, ne, wer meine Videos kennt, weiß, der, oder auch andere Videos oft, der Sarg ist ja immer so ein Prozess, in dem man sich eine Transformation, ne? Das heißt, ich sag mal ganz gern, gutes Beispiel ist vielleicht auch wie so ein Phönix aus der Asche, ne? Vielleicht, was zuerst aussieht wie eine große Katastrophe, wie ja, wie ja, ein sich schwer anfühlt, hart sozusagen anfühlt, ist oftmals diese Transformation, wenn es dann nachher zur Entscheidung geht oder ja, dazu auch hin, dass er mal vielleicht auch mal Liebe zulassen kann. Denn scheinbar hat er damit Probleme, auch Liebe einfach mal in sein Leben zu lassen. Vielleicht ist er deshalb auch gerne mal so unverbindlich. Es gibt übrigens viele Männer, die da Angst diesbezüglich haben, wenn sie ja, schwere Enttäuschungen mal erlebt haben. Oder ja, manchmal geht es sogar auf die Kindheit zurück. Ne? Diese Problematik, echte Liebe, wenn sie dann mal so richtig echte, wahre Liebe spüren, dann haben sie nämlich den Küttel in der Hose, weil
weil das dann so überwältigend ist und dass es schon fast Angst macht. Ne, das meine ich jetzt so, wie es ist, wie ich sage. So, also dieser Prozess, ne, der verursacht bei deinem Gegenüber ordentlich Aufregung, ordentlich Chaos innerlich. Die Vögel, die bringen ja, die schütteln das Ganze immer ordentlich durcheinander. Ne? Ihr kennt die Geschichte mit dem Vogelschwarm, aber ihr wisst auch, übrigens ist das manchmal auch ein Zeichen bei mir, wenn viele Nachrichten hin und her gehen. Das sehe ich aber in diesem Fall hier nicht so, sondern diesmal, in diesem Fall sehe ich da wirklich dieses Chaos im Zusammenhang mit seinem Prozess, mit seiner Transformation. Und weißt du was? Da haben wir den Turm und du weißt, er sitzt noch da oben, ne, verkleidet als Dornröschen und hat die Mauern hochgezogen, aber es ist in Gange. Es ist in Gange, ne? Und er kann auch auf Dauer wieder mal dich wieder an ihn. Oh, nein, jetzt bin ich wieder an die Kamera gekommen. Ach Leute, es tut mir leid. So, er sitzt da also noch, ne? Verkleidet als Dornröschen da oben in seinem Schloss und niemand an sich ranlassen, weil alles, was zu nah geht, macht Angst, bewirkt unheimliches Chaos in ihn, Aufregung. Und was haben wir hier? Die Lilien, die das Ganze, also ihr wisst, die Lilien ist so ein bisschen natürlich auch Leidenschaft, ne? Sexualität, also Feuer, ne? Aber Distanz, Isolation in sich selbst, haben wir den Turm davor. Das heißt, bis es hier in diese Harmonie gehen kann, ne, muss er erstmal den Bärchen noch an die Seite schieben, ne? Aber er befindet sich in, also es, da ist aber schon wirklich, ich muss sagen, das wird ganz deutlich, weil du hier wirklich als erste Karte liest. Man kann wirklich sagen, im Grunde seines Herzens spielst du die erste Geige. Ne? Aber was bringt es dir, wenn er es nicht zeigt? Ne? Sagen wir es mal, wie es ist, meine Liebe. Oder nicht zeigt, will ich noch nicht mal nicht zulassen kann. Ne? So, dann haben wir hier noch die Schlange, die uns ja, ne, auch eine weibliche Energie oftmals zeigt. Also manchmal ist es auch wirklich, wenn dann noch eine andere weibliche Energie in dieser ganzen Geschichte eingebunden ist, nicht sondern, also stopp, alles zurück, Schnitt wird nochmal von vorne. Also, die Schlappen, die Schlappen, mein Gott, wenn man einmal sich verhaspelt hat, ne, da kommt man da auch nicht so gut wieder raus. Also, die Schlange ist eine weibliche Energie oftmals auch, die sich hier so zwischendrängt in eurer Liebesgeschichte. Es kann wirklich sein, dass da noch eine andere eine Rolle spielt, die sich da so ein bisschen versucht zwischenzudrängen oder schon zwischengedrängt ist, wie auch immer. Aber es kann auch sein, dass es einfach eine Verstrickung ist. Eine Verstrickung, ihr seht, der Sarg liegt oben drüber, eine Verstrickung in seinem Prozess, weil er ihn auch nicht, ja, weil er ihn nicht bewusst wahrnimmt, diesen Prozess, in dem er ist. Das heißt, teilweise merkt er es vielleicht selber noch gar nicht, in welcher Entwicklung er sich da eigentlich gerade befindet, ne? Nichtsdestotrotz haben wir hier am Ende des Tages die Entscheidung, und das hatte ich in dem letzten Orakel, glaube ich, auch schon, da ging es auch schon um eine Entscheidung. Also hier haben wir das Gleiche jetzt irgendwie nochmal, und jetzt nehmen wir mal diese Karten hier dazu. Wenn wir hier sehen, wo war sie denn? Ah ja, hier genau, ne? Diese Situation fordert dich auf, dich in Geduld zu üben, denn die Entscheidung ist so noch nicht getroffen. Also hier ist noch nicht klar, jo, das wird eine runde Sache oder auch nicht. Ne? Das ist von seiner Seite aus noch nicht klar. Das muss ich hier so sagen, wie es ist. Und jetzt legen wir noch mal eine Klärungskarte auf die Wege. Und jetzt wollen wir doch mal gucken. Orakelchen, sag uns doch bitte, zeig uns doch bitte, anders, nein, ich muss anders fragen. Wie wird seine Entscheidung, ist seine Entscheidung, zeichnet sich schon eine Tendenz ab? Können wir irgendetwas erfahren,
was diese Entscheidung am Ende betrifft. Für was wird er sich in... Ah! Oh, ich freue mich, ich freue mich. Wir haben hier die Störche. Und weißt du was? Die Störche kommen immer zu ihrem alten Nest zurück. Ja? Das heißt, wenn ihr beiden euch schon mal näher gekommen seid, ne? Und das jetzt so ein bisschen auseinandergegangen ist, hier kommt jemand zu seinem alten Nest zurück. Hm? Und in dem Fall bist du das alte Nest, meine Liebe, meine Gutste. Och, das freut mich. Das ist noch abschließend. Denn schaut mal hier, zwischen den Bähnchen der Störche, siehst du das überhaupt? Scheint ja auch schon wieder so ein bisschen die Sonne durch, ne? So, und wie sind sie da hier, die beiden vereint in ihrem Nest? Wunderbar. Wandel, Veränderung, hier verändert sich was. Hier wird eine Entscheidung getroffen, die für euch beide einen Wandel bringt, für eure jetzige Situation. Na, da bin ich aber froh, dass er da in seinem Prozess auch mal langsam außer Puschen kommt, ne? Ach, meine Liebe, damit lasse ich dich gerne ins Wochenende ziehen hier mit so einem positiven Orakel. Ganz ehrlich, das muss ich jetzt mal hier so sagen, wie es ist. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch, wenn ihr morgen dabei seid. Unterstützt, ich hoffe, ihr unterstützt mich morgen bei meinem Video mit dem magischen Spiegel. Und lasst mir doch auch in den Kommentaren mal wissen, ob ihr mal Lust auf eine Live-Legung habt hier. Denn ich habe ja gesagt, ich muss erstmal so ein paar Leutchen zusammenkriegen. Also, dass ich weiß, ah ja, die nehmen teil, ne? Und damit ich das auch dann mal, ich will ja nie alleine da sitzen, wenn ich denn mal so eine Live-Legung mache, ne? Da planen wir dann auch genau. Und was ich noch gesagt habe, vergesst nicht, Leute, wenn wir 500 Abonnenten sind, dann verlose ich eine 30-minütige Legung, Beratung bei mir. Ja, genau, das mache ich. Dann verlose ich die. Wie und was? Es dauert ja noch, ne? Wir sind jetzt noch nicht ganz 300 und ich denke mal, bis wir 500 sind, da fließt noch ein bisschen Wasser den Rhein runter. Aber man muss das Ganze ja vorher schon mal ankündigen und ja, ne? So, und das war's von mir an der Stelle. Ich wünsche euch ein mega Wochenende. Das war aber übrigens ein zeitloses Orakel. Wenn du auch an einem anderen Tag oder irgendeinem Tag hier auf das Video gestoßen bist, also das ist völlig unabhängig von Zeit. Na? Okay, meine Lieben, ich bin Jaivat. Tschö mit Ö.